Wow. Jetzt Ja. kommt das Größte. Weiter. Lass mich das mal sehen. Das ist boah, krass. Das ist mega. Jetzt haben wir auch mal Sweating. Die Shirts sind hier da. Auch mal ein bisschen in der größeren Größe. Ja. Auch sehr hübsch gearbeitet. Hier vorne noch mit Strass, diesen Aufdruck und hier an den Seiten mit kleinen Täschchen. Und in den Täschchen ist hier nochmal mit kleinen Pailletten gearbeitet. Das hier könnt ihr nochmal öffnen. Das könnt ihr lang und kurz tragen, die Arme. Also für den Übergang ideal. Ich zeige euch das in Brombeer. Das ist nochmal in beige. Vorsicht. Rosenholz gibt es das auch. Das ist also ein bisschen Rosenholz. Na, schön. Auch eine schöne frische Farbe. Das ist überhaupt mal eine ganz neue Farbe, die Rosenholzfarbe, die jetzt mal dazwischen ist. Und die Klappe. Ist mal was anderes, ne? Genau, die Teile fallen ganz gut aus. Na, also wie man sieht. Also noch. Gut, der XL passt auf jeden Fall. So, dann haben wir auch noch mal Blüten. Hier an der Seite ist geöffnet. Die seht ihr? Ja, sieht man. Sieht auch so richtig toll aus, ganz süß mit den Schleifchen. Hier vorne wird es gebunden. Und die fallen auch ganz gut aus. Dann mit Gelb. Hier kommt auch nochmal. Dann wird es alles so durcheinander geschmissen. Das können wir jetzt gleich machen. Ja, was heißt durcheinander? Immer noch mal bei den Shirts. Schwarz. Dann haben wir noch mal die Blusen, die ich euch eben gezeigt habe. Hier an der Seite mit den Schleifchen. Die Ärmchen sind offen. Ein bisschen grau. Vorne wird es gebunden und hier oben ist mit Gummizug, sodass man das ein bisschen schulterfrei tragen kann als Armbluse. Das ist auch sehr hübsch. Das sieht richtig schick aus. Auf jeden Fall, doch, das sieht gut aus. Was hast du? Grün. Grau. Und die Beere gibt es hier noch. Sieht schon mal die Töne von den verschiedenen Blusen. Zweite Zeitprogramm. Ja. So schöne Shirts. Und vorne nochmal so ganz kleine Strasssteinchen verarbeitet. Okay? So ein kleines Rotzen. Sieht halt wirklich schön groß aus. Braun sieht man es, glaube ich, jetzt besser. Ja, jetzt kann man es schon wieder ja, im Traumfänger. Jetzt sieht man den Traumfänger. Richtig toller Traumfänger, den gibt es auch nochmal in Blau. Das ist ja auch ganz toll. Wieder richtig super schön. Das ist ein ganz tolles, angenehmes Material. Das ist richtig schön weich und hautfreundlich auf der Haut. Das ist super gut tragen. Das ist echt ein ganz, ganz tolles Teil. Das ist auch nochmal diese Methode. Ja. Hier richtig eine ganz tolle Farbauswahl. Ich denke bestimmt, es bestimmt für jeden etwas dabei. Beere. So, jetzt tun wir die Sachen erstmal weg. Das ist so viel. So, auch hier haben wir jetzt schöne Sachen bei. Auch nochmal in großen Größen. Mit dem Stern. Ja. Das sieht, sieht richtig toll aus. Ist auch eine leichte Viskose. Könnt ihr auch wieder wie die anderen Teile alle kurz tragen oder auch lang tragen. Auch wie wir eben auch schon gezeigt haben. Das habe ich vergessen zu sagen. Ist auch immer ein Riegel drin. Ne? Also vorne so, mit dem Uni.
Ist auch immer eine tolle Viskose. So etwas unterlegt, das Teil. Also sieht einfach klasse aus. Gibt es auch noch mal grün. Schön. Nice. Und weiß mit schwarz. Ist auch sehr schön. Gelb, weiß-gelb. Gold-gelb. Schönes Rot. Grau. Immer beige. Und beige. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist auch super schön. Auch wieder in großen Größen. Auch schön weiß gearbeitet. Diese Shirts hier mit Herzen drauf. Auch ganz süß. Immer ein bisschen leere Ton. Also es fällt auch so ein bisschen A-Form, wie ihr seht. Also fällt richtig schön breit unten. Schön frisch gehalten, die Farben. Doch, das sind tolle Farben. Und auch nochmal den Grauton. Und dann nochmal den Grauton. Also wirklich super schön. Hier mit diesen Herzchen drauf gearbeitet, aus Strasssteinchen. Das belebt das Ganze nochmal. Ne? Es gibt so ein bisschen dieses gewisse Etwas an dem Shirt. Ja, dann haben wir hier auch nochmal unser Traumfänger, auch in großen Größen. Sieht auch ganz schick aus, für auch die Jeans zum Beispiel. Und diese Grauton. Rotton. Grauton. Groß ist mit der Haut angenehm, das Teil ist auch richtig schön weich, knuddelig weich ist das. Hier aber auch nochmal eins mit Stern mit Strass. Hier auch nochmal rot. Ja, jetzt sieht man es richtig gut. Sieht richtig toll. Auch nochmal ein bisschen grau. Jetzt kann man auch schon sagen, dass es vom Schnitt her auch so auch vom Material ein ganz leichter Pulloverersatz ist. Das auch schon für etwas kühlere Tage. Denn morgens ist es ja doch schon sehr frisch, wenn man aus dem Haus geht. Und dann sind diese Sachen auf die schöne Haut angenehm. Auch nicht zu warm, nicht zu kühl. Also man kann die super gut tragen. Denn. So, das war es jetzt erstmal damit. Und gleich geht's weiter.